Herr Goth, Fisch Asset Management gilt als Wandelanleihen-Spezialist. Sie haben aber in den letzten Jahren Ihr Portfolio an Angeboten erweitert mit Unternehmensanleihen und Absolute Return Produkten. Sind da weitere Erweiterungen geplant? Für den Moment nicht. Nein, wir bleiben ein fokussierter Spezialist, haben den Fokus auf diesen Segmenten, die Sie bereits erwähnt haben, also Convertible Bonds, das wir schon seit 25 Jahren machen. Dann haben wir im Bereich Unternehmensanleihen High-Yield-Strategien, Emerging-Market-Strategien, Global-Corporate-Strategien entwickelt und dann eben die Absolute-Return-Strategien, die Sie bereits erwähnt haben, die das Produktsegment komplettieren. Verwässert das nicht ein bisschen den Markennamen Wandelanleihen-Spezialist, wenn Sie jetzt das Portfolio so erweitern? Nein, wir sind der Meinung, dass wir natürlich um die Expertise der Convertibles, Wandelanleihen, zwei Kernkompetenzen vereinbaren und das ist die Expertise Credit und Momentum. Die beiden Komponenten sind wir der Meinung, sind essentiell, um Wandelanleihen erfolgreich zu managen. Und um diese Expertise herum haben wir dann eben das Produktangebot ausgebaut. Wie ich es aber bereits erwähnt habe, sollten Sie bei uns keine Experimente erwarten. Also wir bleiben jetzt bei diesen Segmenten, die wir eben erwähnt haben. Convertibles ist ja nicht ein Riesenmarkt, es ist eher ein Nischenanlagesegment. Stellt das Probleme jetzt für Ihre Wachstumsstrategie dar, wenn nicht jedes Jahr ein bestimmtes Volumen an neuen Convertibles auf den Markt kommt? Ja, Wachstum per se ist, glaube ich, keine Strategie. Insofern ist natürlich schon die Frage von, wie haben wir das Wachstum in der Vergangenheit organisch immer wieder hingekriegt. Und ich glaube, dass das einfach das Resultat vieler einzelner kleiner Entscheidungen war. Für wahr aber ist das Wandelanleihen-Segment ein Nischensegment, auch geschuldet der Niedrigzinspolitik. Wir sind aber auch der Meinung, dass sich das die Marktgegebenheiten diesbezüglich wieder ändern können. In der Vergangenheit haben wir dann aber doch über High Yield, Emerging Market, Global Corporate Strategien und auch die Absolute Return Strategien das Wachstum bewerkstelligen können und sind der Meinung, dass wir optimal aufgestellt sind für das inskünftige Wachstum. Sie befinden sich auch im Investitionsmodus. Sie sind daran, ins Ausland zu expandieren. Sie wollen in Frankfurt eine Niederlassung eröffnen. Sie wollen in Skandinavien rein, nach Belgien, Frankreich, Luxemburg. Lässt sich dieses Wachstum allein finanzieren durch Ihren Cashflow oder sind Sie da noch von anderen Quellen abhängig? Nein, absolut. Natürlich sind wir eine profitable Unternehmung. Wir überlegen uns natürlich die Investitionen sehr gut, die wir tätigen. Die Firma ist im Besitz der Mitarbeiter. Insofern haben wir gegenüber der Belegschaft immer Rechenschaft abzulegen. Aber gewisse Investitionen sind auch ein bisschen die Konsequenz von dem, was wir bereits tun. Also wir haben über 50% unserer Gelder kommen von deutschen Kunden. Insofern, dass wir den EU-Vertrieb und die Substanzaufbau in Luxemburg vorantreiben und dann eben eine Filiale in Deutschland eröffnen, ist eigentlich eine logische Konsequenz von dem, was wir in der Vergangenheit schon getan haben. Sie haben es erwähnt, der deutsche Markt ist für Sie sehr wichtig. 2018 war das ein extrem schlechter Markt. Der Rentenmarkt ist quasi implodiert. Inwiefern hat das Fisch betroffen? Wir sind sehr gut durchs letzte Jahr durchgekommen. Das hängt damit zusammen, dass wir, glaube ich, auf der Performance-Seite einen guten Job gemacht haben. Wir haben in Euro-Terms jetzt durch die meisten unserer Asset-Klassen irgendwo zwischen 2 und 5% verloren. In Dollar, wo wir auch viele Kunden haben, die eben die Währung dann offen lassen, können das leicht positive Return bis irgendwo minus 1% sein. Also ich glaube, im Vergleich zu vielen Konkurrenten haben wir da gut abgeschnitten. Und waren jetzt auf Roadshow und an der Insidie Money Konferenz in Frankfurt. Und das Feedback der Kunden ist schon so, dass die Nachfrage nach unseren Produkten groß ist. Was war denn eigentlich der Grund für diese Schwierigkeiten im Rentenmarkt? Ja, es war sicherlich so, dass wir jetzt 14, 15, 16, 17 eigentlich sehr gute Märkte hatten. Also durch all die Segmente, in denen wir Produkte anbieten, haben wir eigentlich durchwegs positive Returns geliefert über eine lange Zeit. Das natürlich dann durch das, dass auch eben das Fed die monetäre Politik ein bisschen geändert hat, wurde es ein bisschen mehr turbulenter und ein bisschen volatiler. Da durfte man sich eigentlich im Grundsatz darauf einstellen, dass das passiert. Und von der Seite her war es wenig überraschend, dass dann eben auch wieder mal eine Korrektur gefolgt ist nach relativ guten Märkten.
Ihre Kundengelder bewegen sich im Moment so um die 10 Milliarden Franken. Damit gehören Sie nicht mehr zu den ganz kleinen, aber auch noch nicht zu den großen Asset Managern. Gleichzeitig sind Sie den Kräften im Markt gleich ausgesetzt. Ich spreche hier insbesondere die technologischen Entwicklungen an. Wie begegnen Sie denen und was haben Sie da vor, Fish Asset Management quasi für die Zukunft bereit zu machen? Ja, Technologie ist ein entscheidender Faktor. Da investieren wir sehr viel, haben im letzten Jahr viel Vorbereitung geleistet, gehen in diesem Jahr in die Implementationsphase rein. Also zum einen betrifft das die IT-Infrastruktur. Wir wollen in die Cloud, wir wollen eine Lösung haben, die skalierbar ist, die uns, sag ich mal, Wettbewerbsvorteile auch gibt, die kosteneffizient und kostengünstig sind. Das zum einen. Zum zweiten wollen wir auch in ein Frontend-Tool investieren, das auch genau die gleichen Anforderungen wie die Architektur hat, nämlich dass sie eben effizient und skalierbar ist. Und das soll die Grundlage sein für zukünftiges Wachstum und eben Kosteneffizienz. Wie weit sind Sie da in diesen Plänen? Wir sind mitten in der Implementationsphase auf beiden Themen natürlich. Das geht Hand in Hand und insofern sind wir gespannt, wie schnell dass wir da jetzt durch diese Projekte durchkommen. Herr Goth, vielen Dank. Herzlichen Dank. Thank you.